So, hi Leute, da bin ich mal wieder. Ja, ich habe jetzt hier mal eine kleine Kaufberatung für euch vorbereitet. Worauf sollte man achten, wenn man sich jetzt ein M3 kaufen möchte? Und ich dachte, den einen oder anderen hilft das vielleicht, wenn man so eine Zusammenfassung macht. Was ist jetzt wichtig beim Kauf? Was gibt es für Unterschiede bei den Modellen? Das hatte ich jetzt einfach mal zusammengefasst und ja, zeige ich euch das jetzt einfach mal. Okay, viel Spaß mit dem Video. Los geht's. So, also, auf was sollte ich beim Kauf achten? Hatte ich jetzt mal zusammengestellt. Also Tipps zur Ausstattung. Also es gibt ja, wie gesagt, das erste Modell von M3 kam 2007 auf den Markt. Und wenn man sich jetzt so ein älteres Modell kaufen sollte, dann gab es manchmal Probleme mit dem DKG, mit dem Doppelkupplungsgetriebe. Ja, aber das kann man ganz leicht beheben, indem man so ein Software-Update beim BMW-Händler macht. Wie gesagt, es gab so früher Verzögerungen, wenn man zum Beispiel vom D-Modus in den Rückwärtsgang schaltet, dann hat es ein bisschen geruckt, oder es hat ein bisschen gedauert. Ja, aber das kann man wie gesagt mit einem Update beheben, also das ist überhaupt nicht so schlimm. Der nächste Punkt ist das M-Drivers Package. Das ist quasi diese Aufhebung der V-Max auf 280 km/h. Normalerweise ist er ja bei 250 abgeriegelt, könnte natürlich schneller fahren, aber dann braucht man diese M-Drivers Package dafür. Oder ein Tuner könnte diese V-Max-Begrenzung von 250 km/h auch aufheben. Ne? Ich hatte das jetzt ein-, zweimal gemacht, seitdem ich den Wagen über 3 Jahre habe. Da bin ich jetzt Tacho über 300 gefahren, 310, was knapp eben halt war. Aber ja, so oft macht man das jetzt wirklich nicht. Es ist ganz cool für den Kopf, wenn man weiß, man könnte schneller. Aber die Bahnen sind ja immer so voll, die Autobahnen. Und entweder du müsstest dann morgens um 6 Uhr los und dann auf der Bahn oder nachts. Und ja, also so vom Vorteil ist der Punkt jetzt nicht. Der nächste Punkt ist das M-Drive. Da ist quasi so vom Vorteil, du hast einen MDM-Modus drin. Ja, also ihr kennt ja normalerweise, das DSC kann man ein- und ausschalten, diese Traktionskontrolle. Und dieser MDM-Modus ist vom Vorteil, das ist quasi so ein halbes DSC an und aus. Das ist quasi, ihr könnt ein bisschen bedriften, ihr könnt schon ein paar Spielereien machen, aber wenn der Wagen wirklich ausbrechen sollte, dann fängt er euch wieder ein, dieser MDM-Modus. Ist ganz cool, ich hab's bei mir immer drin. Ja, wie gesagt, der Einhorn macht bestimmt komplett aus, aber dafür ist mir der Wagen echt zu so schade, deswegen mache ich es nicht. Ja, vielleicht bin ich auch ein kleiner Schisser, keine Ahnung. Weiterer Vorteil, wenn ihr das M-Drive habt, ihr könnt die ganzen Einstellungen vom Gas, von der Lenkung, vom Fahrwerk einstellen und per Knopfdruck dann abrufen. Das ist auch eine ganz coole Sache, weil wie gesagt, ich mache das immer so, ich habe alles ganz normal auf Komfort stehen und wenn ihr jetzt, sag ich mal, eine coole Landstraße habt, eine coole Autobahn, jetzt habt ihr Bock zu heizen, drückt ihr den Knopf drauf und ihr habt alles, sag ich mal, auf die stärkste Stufe gestellt. Gasannahme ist das schnellste, Lenkung ist sehr hart und Fahrwerk ganz hart. Ja, dann braucht ihr nicht viel rumfummeln, sag ich mal. So, nächster Punkt ist dieses EDC, die elektrische Dämpferkontrolle. Ich mache euch mal ein paar Bilder rein, dann seht ihr, was ich damit meine. Das habe ich bei mir auch drin. Ich habe es immer normalerweise aus. Nur mit dem MDL, also nur mit dem M-Drive habe ich es dann komplett an. Ja, ihr merkt das schon, wenn man jetzt das aus hat, reicht es vollkommen aus vom Fahren. Bloß wenn ihr jetzt Stufe 1 oder 2 macht, ihr seid dann nur noch am Huckeln, ihr merkt jedes Schlagloch, das ist echt super, super hart, sage ich mal, super krass. Der Modus ist, glaube ich, echt nur für einen Rundkurs gedacht worden. Wenn ihr irgendwo mal auf eine Nordschleife oder so fahrt, das ist vielleicht ganz cool. Aber man muss es nicht unbedingt haben, aber ich finde es eine coole Spielerei. Manchmal hat man ja Bock, dass es ein bisschen härter alles ist und sonst fährt man ein bisschen komfortabler. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, da hatte mich mal jemand angeschrieben, der hatte mich gefragt, als ich das Video mit dem Olli gemacht hatte, ob ich denn überhaupt eine Sitzheizung hätte. Weil viele kennen das ja so, wenn man sieht, bei den Mobile oder Autoscout angeboten, da ist keine Sitzheizung, denken, ah, das ist ein Importfahrzeug, der hat gar keine Sitzheizung, aufpassen. Ja, aber ich wollte jetzt nochmal Licht ins Dunkeln bringen. Also die Sitzheizung, die Knöpfe für die Sitzheizung liegen beim Vorfacelift-Modell in der unteren Leiste. Und beim Facelift-Modell, also oben in der oberen Leiste, da mache ich auch mal ein Bild rein, dann seht ihr das. Also wie gesagt, meine hat eine Sitzheizung. Viele fragen sich auch mal, soll ich mir ein DKG, also ein Doppelkupplungsgetriebe holen, M3 oder Lebahn-Schalter? Und wie gesagt, ich finde es echt super mit dem DKG, weil ihr könnt da das wirklich alles einstellen, so wie ihr es haben wollt, die Geschwindigkeit. Von ganz langsamem Komfort, entspannt fahren, bis wirklich, dass die Gänge reingehauen werden. Und wenn ihr das zum Beispiel macht, ihr seid wirklich in Beschleunigung, ihr haut die Gänge rein, dann quietschen die Reifen schon mal kurz. Das ist auch schon echt der Hammer, das macht schon echt Bock. Und deswegen kann ich nur jedem DKG empfehlen, weil wie gesagt, ich fahre dann auch fast jeden Tag den Wagen und wenn man vor allen Dingen mal hier in der Stadt ist oder im Stau steht oder so,
Ey, dann habe ich keinen Bock mehr, wie früher die Kupplung zu drücken und immer wieder anzufahren, und das ist einfach mir ein bisschen zu nervig. Aber es gibt natürlich auch den einen oder anderen da draußen, der voll Bock hat auf Handschalter und der fährt den vielleicht nur am Wochenende. Ist natürlich bestimmt auch eine geile Sache. Und ja. Und wie gesagt, der nächste Punkt ist, wo wir gerade schon beim DKG sind. Das, ihr seht ja normalerweise, das hat 5 Schaltstufen. Ne? Aber es gibt noch eine 6. versteckte Schaltstufe. Die sieht man aber nur im ausgeschalteten DSC-Modus und nur im manuellen Modus dann. Ihr müsst es einfach mal machen, macht ihr den manuellen Modus rein, seht ihr 5 Stufen. Und jetzt haltet ihr einfach mal die DSC-Taste ein bisschen länger, dass es aus ist. Dann seht ihr, oben habt ihr auf einmal eine 6. Stufe. Das heißt, die Gänge werden noch härter reingeknallt. Ja. Ist eine ganz geile Sache, aber wie gesagt, ich habe den MDM-Modus immer so drin und das DSC ist nicht ganz komplett aus bei mir, so dass ich immer Stufe 5 fahre. So, nächste Folie, was hatte ich dann noch für euch vorbereitet? Das war jetzt, wo gibt es die Unterschiede beim Facelift-Modell? Was ist da Neues hinzugekommen? Dachte ich mir, das lese ich mal auf für euch. Also ab 09/2008 kam das neue Modell raus, dieses neue iDrive. Also bessere Bedienung, Festplatte war mit drin, schnelleres Navi, bessere Darstellung. Und das ist schon ganz cool. Man muss es jetzt nicht unbedingt haben. Also ich hatte ja damals den 335, der war Baujahr 10, 2006 meine ich, einer der ersten. Und da hatte ich das alte Navi noch drin, alte iDrive, und die Darstellung ist natürlich nicht so ganz hübsch gewesen. Das hat aber auch vollkommen ausgereicht. Oder? Also man muss es nicht unbedingt haben, ist natürlich cool, wenn man es hat. So wie viele Sachen im Leben. So, dann kam ab 03/2010 Start-Stopp-Automatik kam dann serienmäßig hinzu. Und gegen Aufpreis kam zum gleichen Zeitraum auch nochmal das Competition-Paket raus. Das habe ich jetzt bei mir auch verbaut. Das quasi, dieses M-Drive hat eine spezielle MDM-Abstimmung nochmal. Das heißt, mit ein bisschen mehr Spielraum noch. Das Fahrwerk ist nochmal 10 mm tiefer gelegt und ihr habt diese 19 Zoll Y-Speichen 359 dabei. Das ist so, finden so die meisten mit einer der schönsten Felge. Ich finde es auch echt super. Also ich bereue es nicht. Ich fand es cool, dass es dabei war, dieses Competition-Package. Muss man jetzt auch nicht unbedingt haben. Wie gesagt, beim M4 ist das ja wieder was anderes beim neuen. Da sagen alle, ja, wenn ihr die Wahl habt, dann nehmt ihr das Competition Package, weil da ist ein anderer Auspuff mit drin. Ihr habt 450 PS anstatt 431. Fahrwerk soll auch viel besser sein. Diese ganzen Sachen gab es damals mit diesem Competition Package leider nicht. So, nächster Punkt. Ja, ab 2011 gab es dann noch eine neue Combox. Ich habe ja meine SR03 2011. Die hat dann noch ein paar BMW-Apps drin und so, aber ich glaube, die müsst ihr wieder freischalten gegen Entgelt. Aber das habe ich noch nie gemacht. Das hatte ich eben noch gelesen, dass es die dann gab ab 2011. Ja, nächster Punkt war, mit dem Facelift-Modell habt ihr dann diese LED-Heckleuchten bekommen. Ich hatte damals mit meinem 335 noch diese normalen Heckleuchten beim E92. Und fand natürlich immer geil, wenn ich einen Wagen gesehen habe mit diesen LED-Heckleuchten. Aber kein Problem, also die kann man ganz leicht nachrüsten. Wie gesagt, wenn ihr ein Vor-Facelift-Modell kauft mit den normalen Heckleuchten, kann man die LED-Heckleuchten ganz einfach nachrüsten. So, und der größte Vorteil ist, glaube ich, auch, hatte mir jetzt ein Meister auch nochmal gesagt, ihr kennt ja das Problem mit den Lagerschalen, die sollte man immer ja wechseln. Und das Facelift-Modell hat verstärkte Lagerschalen bekommen. Das hatte ich so auch irgendwo gelesen, hat auch mein Meister mal gesagt, der die ganzen Reparaturen immer macht. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, vielleicht ein bisschen, dass diese Start-Stopp-Automatik serienmäßig dazu gekommen ist. Weil ja, belastet ja auch ein bisschen mehr die Lagerschalen, wenn er immer an- und ausgeht. Das war so meine Idee immer halt. Oder BMW hat es gemerkt, dass die Lagerschalen noch nicht so dolle waren, wie sie sich das sonst versprochen hatten. Und ja, gehen wir mal zur nächsten Folie. So, wichtigsten Punkt: Wartung und Reparaturen habe ich euch mal zusammengefasst. Kommen wir mal zum ersten Punkt. Wie gesagt, hatte ich ja gerade gesagt, diese Lagerschalen sollte man ja spätestens ab 100.000 Kilometer wechseln. Beim Facelift-Modell, also LCI-Modell, sind ja die Verstärkten drin. Da kann man es ab 120.000, sollte man die wechseln. Kostenpunkt ab 1.300 Euro hatte ich so gesehen. Also nicht bei BMW, da wird es auf jeden Fall viel, viel teurer sein. Aber es gibt viele Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Und ja, ich werde das ja, wie gesagt, Ende November habe ich den Termin, da werde ich das machen. Und dazu mache ich natürlich auch ein Video für euch. So, dann nächster Punkt: Drosselklappen, Stellmotoren gehen auch öfters mal kaputt. Ja, dazu hatte ich auch nochmal ein Video gemacht, das verlinke ich hier oben. Und Kostenpunkt waren um die 700 Euro mit Einbau und Kodierung. Und ja, also natürlich nicht bei BMW, weil da wäre es nämlich auch wieder teurer geworden. Und das Problem war, also was ich gesehen hatte, was mir der Kollege gezeigt hat, dass die Drosselklappen, Stellmotoren ziemlich nah am Motor liegen. Und da ist es ja super heiß und irgendwann gehen die kaputt. Und es gab dann eine Fehlermeldung, die kam bei mir immer öfters, wenn der Wagen warm war,
ging der Motor in das Notlaufprogramm. Also ich hatte dann quasi kaum noch Leistung. Wenn der Wagen kalt war, konnte ich fahren, kein Problem. Aber sobald der Motor ein bisschen wärmer war, dann ging, wie gesagt, die Fehlermeldung wieder an. Und ja, musste auf jeden Fall der Drosselklappenstellmotor gewechselt werden. Und dann lief der wieder 1A. Nächster Tipp ist für mich, ja, natürlich, das kennt ihr alle, M3 sollte am besten steckdicht verpflegt sein, damit ihr auch sehen könnt, die ganzen Wartungen, ob die regelmäßig gemacht worden sind. Die Ölwechsel sind vor allem sehr, sehr wichtig. Und beim BMW-Händler ist vielleicht auch ganz gut zu wissen, wenn da alles gemacht worden ist. Das ist ein bisschen beruhigender. Außer ihr habt jetzt jemanden, der wirklich den M3 liebt und auch vielleicht Schrauber ist und Meister ist oder so. Oder es gibt ja auch viele, die machen das alles sehr, sehr gerne selber. Und ja, wenn er alle Wartungen gemacht hat und die ganzen Unterlagen dazu hat, ist natürlich auch kein Problem. Was vielleicht auch noch nicht schlecht ist, die Launch Control auslesen. Ihr kennt das ja, die Launch Control, es ist ja diese starke Beschleunigung am Anfang. Ja, und es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man weiß, ob der Vorbesitzer das gemacht hat oder nicht. Weil wäre natürlich blöd, wenn ihr den Wagen kaufen würdet, wo der Typ die 10, 20 Mal immer benutzt im Monat. Und ja, das geht natürlich voll auf den Verschleiß, auf die ganzen Materialien. Und ich glaube nicht, dass der M3 dann damit so lange ohne Probleme auskommt. Nächster Tipp ist noch von mir, wie gesagt, die letzten 7 Ziffern von der Fahrgestellnummer vom Auto, diese FIN-Nummer, damit einfach zum BMW-Händler gehen und der kann dann alles auslesen, was bei BMW gemacht worden ist mit dem Auto. Quasi, ob irgendwelche Garantiesachen ersetzt worden sind, über Serviceleistungen gemacht worden sind. Und das ist ganz interessant zu wissen, wo man genau sehen kann, das wurde wirklich auch gemacht. Und weiterer Vorteil ist noch, wenn ihr die 7 Ziffern habt von der Fahrgestellnummer, gibt es im Internet so Seiten, wo ihr die komplette Ausstattung ab Werk finden könnt. Also gebt einfach mal BMW Findecode ein bei Google und dann kommt ihr auf so eine Seite, dann gebt ihr die letzten 7 Ziffern ein. Macht das mal mit eurem BMW, muss jetzt kein M-Modell sein, dann seht ihr sofort die Ausstattung ab Werk. Ich fand das echt super, weil so habe ich nämlich rausbekommen, dass mein Wagen dieses M-Drivers-Package hatte, also keine Vormax-Begrenzung. Und weil das hatte mir mein Verkäufer damals gar nicht erzählt. Das fand ich ganz cool. Ich hatte das hier durch Zufall mal ausprobiert und gesehen, ah cool, der hat das Package. Gehen wir mal ab auf die Bahn und probieren es aus. Ja, und es hat geklappt. So, letzte Folie für euch noch. Ich will euch nicht lange zu sehr hier zulabern. Weitere Tipps zum Kauf, sag ich mal. Behandlung vom Vorbesitzer ist super wichtig. Warm fahren sowieso, kalt fahren auch. Am besten einfach mal als Beifahrer mitfahren. Ne? Einfach mal so dazusetzen, einfach sagen, ja, fahr mal eine Runde, ich guck mir das mal an und will mal so das Gefühl bekommen. Und dann seht ihr meistens schon, wie der seinen Wagen behandelt. Ne? Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der da einfach mal jetzt rumbrettert und im kalten Zustand oder so, dann würde ich gar nicht kaufen den Wagen. Ja. Nächster Punkt ist, wenn ihr jetzt wirklich beim BMW-Händler kaufen solltet, jetzt habe ich mal Autohaus, habe ich hier hingeschrieben, da gibt es eine Euro-Plus-Versicherung, meistens gegen Aufpreis dazu. Oder ihr habt gutes Verhandlungsgeschick, dann könnt ihr einen ja dazu einen Kaufpreis verhandeln eben halt. Ne? Und diese deckt fast alle Kosten bis 100.000 Kilometer Laufleistung ab. Danach nur anteilmäßig. Ist vielleicht nicht schlecht, wenn wirklich mal was am M3 sein sollte, weil dann wird es natürlich super teuer immer, dass man so eine Absicherung auch in der Hinterhand hat. Ne? Also ich hatte beim 335 damals beim BMW-Händler auch gekauft und da hatte ich die Euro-Plus-Garantie 2 Jahre lang. Der hatte 40.000 Kilometer gelaufen gehabt und ich meine, der hatte 1-2 Sachen gehabt. Und ich bin einfach zum BMW hingefahren, habe gesagt, ja hier, ich habe Euro-Plus-Garantie, und die haben alles sofort fertig gemacht. Ist natürlich ein geiles Gefühl. Also darauf mal einfach mal achten. Weil es gibt ja auch, wenn ihr jetzt nicht beim BMW-Händler kaufen solltet, bei den normalen Händlern, die haben dann verschiedene Versicherungen, die man sich so auch kaufen kann. Aber da müsst ihr immer ganz genau reinschauen, ob die wirklich alles abdecken. Und das ist, manchmal wird der Motor rausgenommen oder Getriebe oder nur anteilsmäßig bezahlt, dann immer genau aufpassen. Ja, nächster Punkt ist, Kurzstrecken sind sehr schlecht. Ja, wisst ihr bestimmt, weil es ein sehr hoher Verschleiß, das Öl hat noch nicht seine Temperatur erreicht und ja, die Schmierung ist noch nicht so da. Das heißt, wenn ihr jetzt jemanden habt, der fährt den wirklich nur zum Bäcker und zurück und stellt den wieder ab und der Wagen kommt nicht auf Temperatur, dann ist es natürlich sehr schlecht für den Wagen. Ölwechselintervalle am besten kürzen auf maximal 10.000 Kilometer. Ja, 10.000 oder 15.000 Kilometer oder einmal im Jahr, sagt man. Weil ich glaube, BMW sagt, man sollte die alle 20 oder so 30.000 Kilometer machen. Und das Öl ist wirklich super wichtig bei diesem Hochdrehzahlmotor, dass man das regelmäßig wechselt im Halter. Und immer nur das beste Öl reinmachen, kein billiges Öl irgendwie von der Tanke oder so. Das ist schon echt wichtig. Warmfahren, wenn der Wagen kalt ist, sollte man den Motor nicht höher drehen als 3.000 Umdrehungen pro Minute. Ihr habt ja unten rechts die Öltemperaturanzeige und wenn die in der Mitte ist, habt ihr so 75, 80 Grad.
Und dann kann man natürlich es ein bisschen zügiger angehen lassen. Wie gesagt, was ich jetzt gemerkt hatte, der M3 kommt sehr schnell auf Temperatur. Also im Gegensatz zu den anderen Wagen, die ich immer hatte, geht das echt sehr fix. Kaltfahren ist auch noch so ein Punkt, sagt man eigentlich mehr beim Turbomotoren und so, sagt man ja auch warm und kaltfahren. Aber beim M3 ist schlecht, wenn man gerade von der Autobahn kommt, ist gerade draußen 35 Grad, ja, seit einer Stunde geballert und sofort abstellen, das ist jetzt nicht so dolle. Ich mache das dann immer, ich fahre da eine Runde noch, sag ich mal, über den Ring oder so ganz entspannt oder fährst irgendwo noch ein bisschen zu Subway oder so, wo ich da gerne bin, keine Ahnung. Macht einen kleinen Umweg und dann ist alles wieder palettig. Mal Zusammenfassung, also der S65 Motor ist ein Hochdrehzahlkonzeptmotor. Also das Wichtigste ist dabei im Warm- und Kaltfahren und rechtzeitig oder gar frühzeitig die Wartung zu machen. Also das ist das A und O mit den Wartungen, Ölwechsel und mal die Wartung zu machen, immer alles kontrollieren. Ja, dann kann da eigentlich auch nichts schief gehen. Oh. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe jetzt echt lang genug gelabert. Ich hoffe, ihr seid nicht allein geschlafen. Schreibt einfach mal drunter, wie euch das Video gefallen hat. Ob ich vielleicht irgendwas noch vergessen habe. Vielleicht habt ihr noch andere Tipps, die ihr unten mit reinschreiben könnt. Dann hilft den einen oder anderen vielleicht. Freue mich über eure Meinung. Über ein Abo natürlich auch. Daumen hoch. Und ich sag mal, schönes Wochenende und wir sehen uns die nächsten Tage. Alles klar, haut rein, wa? Ciao.